Heinz Fuchsbichler, jetzt sind Sie auch schon viele Jahre selber als Spieler und jetzt als Trainer auch im Profigeschäft, aber können Sie sich an so eine Niederlage erinnern? Ja, solche Niederlagen wird es leider Gottes, das wird nicht die letzte gewesen sein, aber natürlich in der Höhe sehr, sehr bitter und auf die könnte man natürlich verzichten, aber heute war es ja, war sehr bitter. Was hat den Unterschied gemacht? Wo ist es nicht bei einem knapperen Ergebnis geblieben? Wir haben heute einfach zu viele Fehler in der Defensive gemacht. Wir haben uns eigentlich auskontern lassen von Rapid, wo wir gewusst haben, was passiert, wenn ein Hoffmann am Ball ist und ein Jimmy Hoffa in die Tiefe gehen kann. Das haben wir gewusst und trotzdem haben wir eben diese Situationen nicht verhindern können. Es ist in gewisser Weise auch mangelnde Qualität, das ist einfach so. Und ja, ich bin froh, wenn einige Spieler wieder retour kommen. Kann der Heinz Fuchsbichler dem einen oder anderen Spieler vielleicht einen Vorwurf machen? Einen Vorwurf? Natürlich, dass wir uns im Endeffekt auskontern haben lassen bei den ersten Toren, aber dass einer nicht wollte, das kann ich nicht sagen, sondern heute war es eben wahrscheinlich die fehlende Qualität. Was für Konsequenzen wird jetzt diese Rekordniederlage für den Heinz Fuchsbichler haben? Im Endeffekt, was für Konsequenz? Die Konsequenz ist, dass wir schauen müssen, dass wir so schnell wie möglich die Spieler wieder fit kriegen müssen, dass die wieder retour kommen. Wir haben heute 5 Ausfälle gehabt, unmittelbare Abwehrspieler. Wir haben heute mit dem allerletzten Aufgebot gespielt gegen Rapid. Und dass so eine Situation schwierig ist, das weiß man. Aber im Endeffekt geht das Leben weiter. So ist das Leben und solche Dinge passieren immer wieder. Man hat es letztes Jahr in Salzburg gesehen, wenn Rapid im Laufen ist, dann können eben ja, schon einige Dinge passieren, weil sie einfach sehr viel Qualität nach vorne haben. Wie groß ist die Enttäuschung bei Ihnen über dieses doch klare Ergebnis? Die Enttäuschung ist natürlich, wie man sich denken kann, riesengroß. Der Schock sitzt tief. Wir haben andere Erwartungen an dieses Spiel verknüpft und ja, sind heute sehr, sehr bitter bestraft worden mit unserer Leistung. Jetzt hat man bis zum 2:2 eigentlich recht gut mitgespielt, zweimal wieder ausgleichen können. Wie ist so ein Einbruch überhaupt erklärbar? Ich glaube, hierfür gibt es momentan keine Erklärung, schon gar nicht so kurz nach dem Spiel. Wie Sie richtig sagen, bis zur 30. Minute war das Auftreten okay, wenn vielleicht wir auch dort ja in der Defensive Probleme hatten. Aber wir haben immer wieder ins Spiel zurückgefunden und konnten auch den Ausgleich jeweils erzielen. Mit dem 3:2 und mit dem 4:2 sind uns dann im Endeffekt die Zügel entglitten und dann ist dieses desaströse Ergebnis zustande gekommen. Ist jetzt zwar noch etwas früh, gut eine halbe Stunde nach Spielende, aber wird dieses Ergebnis irgendwelche Konsequenzen nach sich tragen? Ja, man wird sicher nicht zur Tagesordnung übergehen nach so einem Ergebnis. Das wird man intern ansprechen. Man wird versuchen, das Spiel zu analysieren, so schwer es fällt. Nicht nur jetzt, sondern das wird auch in der Nachbetrachtung nach wie vor sehr schwierig sein, hier eine Erklärung dafür zu finden. Und dann gilt es, die Kräfte zu bündeln und nach vorzuschauen.